Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video, einer weiteren Mod-Vorstellung für Transportweaver 2. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich Güterwagen für euch im Angebot, und zwar die drei Stück, die ihr hier seht. Das sind die Fals 150, Selbstentladewagen für den Eisenerztransport. Die kommen ausschließlich vor Eisenerz-Ganzzügen zum Einsatz. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, 5400 Tonnen Ganzzüge, sechsachsiger Wagen. Und ja, gibt es einmal hier in der Variante P&S, Peine Salzgitter, ihr Partner für Stahl. Dann haben wir das Ganze hier, der Deutschen Bahn oder Bundesbahn besser gesagt. Und dann hier mit DB AG Logo. Und das Ganze ist erschienen im Adventskalender der Modwerkstatt. Ich habe hier die Fake-Varianten aufgestellt, aber so wie mir scheint, sind auch die Fake-Varianten leer. Schade, aber ist halt so. Und die Wagen können auch im Spiel tatsächlich nur Eisenerz laden. Also ziemlich realistisch. Und bei diesen Ganzzügen kommen Mittelpufferkupplungen zum Einsatz, sowohl an den Wagen als auch an den Lokomotiven. BR 151 Doppeltraktion hängt oder hing davor. Mittlerweile kommen da andere Loks zum Einsatz. Ja, wirklich, wirklich schöne Qualität mal wieder. Wenn man sich das hier alles so anguckt, ne? Die ganzen hier, die Gitter, Laufgitter hier zum Festhalten, die ganze Beschriftung, das sieht schon wieder sehr, sehr hochklassig aus. Aber das sind wir ja gewöhnt von den Jungs aus der Modwerkstatt. Ziemlich cool. Hier sieht man auch, wie die Kupplung dann funktioniert. Wir zoomen mal ran. Hier das Ganze dann zusammengekuppelt. Und 5400 Tonnen ist natürlich schon echt krass. Also das ist wow. Wenn ich das mal vorstellt, wie viel Kraft das eigentlich ist. Auch hier schön, alles detailliert, die Trittbretter hier, die ganzen Gitter, man kann das alles wirklich wunderschön erkennen, auch die sechs Achsen. Erzbomber, ne, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das Blöde ist, wenn ich das Kameratool anhatte, dann geht immer wieder hier der Sonnenuntergangsmod an, der eigentlich ziemlich genial ist, aber natürlich für Modvorstellungen nicht so geeignet. Wie die Version mit DB AG Logo. Und dann das Ganze hier noch als Variante der Deutschen Bundesbahn. Ein bisschen schade, dass die Fake-Varianten dann leider nicht befüllt sind, aber mein Gott, kann man mit leben. Ist jetzt kein Weltuntergang. Hier auch das Rädchen, ich denke mal, da wird dran gedreht und dann fällt das Erz dann hinab. Zumindest bei der Variante hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Bremsen sind. Das kann natürlich auch sein. Oder ob das wirklich so ein Rad ist, damit die Entladung dann stattfindet, weil bei den moderneren Wagen hier ist dieses Rad tatsächlich nicht mehr dran. Denk mal, dass das dann per Knopfdruck funktioniert. Ja, gucken wir nochmal kurz im Depot. Ich glaube, ich habe hier gar keins. Hier haben wir eins. So, dann haben wir sie hier. Drei Varianten. Noch ein bisschen Beschreibung dabei, das kennt man ja auch aus der Modwerkstatt. Finde ich auch immer ziemlich cool. 120 km/h schaffen die Wagen. Dann haben wir hier, also das ist die 150.1 der P&S. Dann haben wir die 150.2. Und dann haben wir die 150.2 DB AG. Und zu jedem der drei Wagen habt ihr hier noch einen schönen Text. Entweder drückt Pause und lest euch das durch oder lest euch das durch, wenn ihr euch die Wagen geholt habt.
Auf jeden Fall wieder eine schöne Bereicherung des Fuhrparks, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich bedanke mich für euch, bei euch, nicht für euch, für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß damit, wenn ihr sie euch nicht schon geholt habt. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In dem Sinne, macht's gut und ciao.